Moin moin, meine lieben Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kona für die Switch. Und wir befinden uns immer noch auf Lamax Grundstück hier, Lamots Grundstück. Und es fehlt uns immer noch der zweite Ski. Und ich weiß ja noch nicht, wo der ist. Wir müssen mal ein bisschen gucken hier, dass wir mal finden. Ey, so leicht. Dann irgendwie findet man hier gar nichts. Weder hier noch da. Ja. So, wir gehen nochmal hier rein. Ich werde nochmal alles abklappern. Aber ich finde es einfach nicht. Und wie du siehst, wird mir auch langsam kalt. Alles abgucken hier nochmal. Hier war schon Wasser. Da oben ist ein Loch im Deck. Jetzt wissen wir das Loch, da haben wir ja schon was gefunden. Qualmt hier auf jeden Fall ordentlich, wie man sieht. Steht hier immer noch eingefroren. Ja. Sollen wir mal reingehen und uns aufwärmen, glaube ich. Machen wir noch mal kurz. Was hier? So, wir gehen nochmal hier rein und wärmen uns auf. So, gucken wir nochmal. Also. Nichts. Echt nicht so, jetzt wärme ich mal auf hier. Und gleich wieder rausgehen. Also hier drin, ich finde das Ding hier drin auch nicht. Geh nochmal hier rein. Unbenutzte Falle, die unbenutzt bleiben sollte, okay. Ist schon krass, dass man überhaupt nichts, dass man hier nichts finden kann. Ich hätte gedacht, dass das Ding hier irgendwo drinnen liegt. Auf jeden Fall dieses Dach hier natürlich ordentlich Löcher, wie man sieht. Da tropft das Wasser ja einfach mal runter. Weinfässer. Kann nichts machen. Das ist echt schwierig, muss ich sagen. Wirklich schwer. Hm. Na gut. Schauen wir uns draußen nochmal um. Irgendwas müssen wir erfinden. Kann ja gar nicht sein. Das kann man leider nicht. Das kann man untersuchen. Das zeigt nur, dass es ein Teil ist. Gucken wir nochmal die Hütte an hier. Was Carl out of touch with current home improvement trends? Or perhaps this was meant to protect against residual radiation? Gamma rays? Hm. Auch nichts drin. Können wir den Wagen öffnen? Kann ich öffnen, ne? Da. Well, this truck's not going anywhere. Where were the amputated parts? Carl grinned as he pictured a Frankenstein-esque car lying around somewhere made of parts from a dozen different vehicles. Okay, jetzt haben wir wieder was für einen Ski. Jetzt habe ich den natürlich unterbrochen, den Typen, das tut mir leid. Aber jetzt haben wir einen zweiten Ski, den können wir direkt mal anbauen. Mal sehen. Was jetzt ergehen? A bit of gas, a new spark plug and the key. And this thing would run perfectly. Okay, uns fehlt immer noch ein scheiß Schlüssel. Ach, okay. Hier können wir das auch benutzen. Das ist natürlich cool, oder? Das ist natürlich wirklich cool, aber wir haben den Schlüssel für uns trotzdem. Okay, wo können wir den Schlüssel finden, ist die Frage. Hm.
Also, keine Ahnung, wir könnten ja mal. Ja. Zeig mir mal die Karte. Da unten ist so ein Also, wir haben ja diese. Kann ich mal kurz gucken? Kann man diese. Kann ich mir die Polaroids auch direkt angucken hier? Mach ich auf Polaroid? Nee. Übers Menü machen. Also, wir haben ja Bilder gemacht von. Von dem Dings da. Hä? Bilder da. Wir haben ja. Warte mal. Wir haben ja so ein. Ah, jetzt hab ich's weggemacht. Wie dumm war das denn? Wir haben ja Bilder gemacht. Das müsste doch theoretisch. Na. Emi, ich war gerade hier im Spinn. So, ach so. Also, wir haben ja Bilder gemacht und dann müsste man doch eigentlich. Da, wo die Punkte waren. Da sollten wir mal hineilen. Also, da, ich glaube, die hat er markiert da, ne? Kann das sein mit dem Stern dann? Lass uns mal in die Richtung gehen, zu dem Stern. Okay, kann man so dabei haben, ne? So, hier muss es in die Richtung, muss es gehen. Wieso? Hier kommen wir aber nicht rüber. Wo soll man da hinkommen? Hier an dem Ding vielleicht vorbei? Geht das? Bleiben wir doch nur runter, oder? Okay, wie kommen wir denn zu diesem Punkt da unten hin? Das ist in diese Richtung. Carl wondered how long he would have to endure this skin stinging cold. Ach so, wir können auch hier durchgehen, stimmt. Machen das mal. So, umsonst ist es ja nicht auf. Karte? Carl still wasn't done with the mechanics place. Wollen wir mal hinlaufen? Oh. Da ist ein Wolf. Und dieser Wolf heißt bestimmt nichts Gutes. Habe ich meine Waffe nicht dabei? Guck mal. Weggepackt, ne? Oder rüsten wir uns mal mit einem Brechstange aus? Okay, der Wolf dreht. Es lädt. Es kann gut sein, dass der Wolf ein bisschen durchdreht gleich. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Never thought he would be dancing with the wolves. Tut mir leid, ich wollte dich gar nicht töten, aber ich wollte nur auf diese blöde Karte gucken. Wo ist die Karte? Noch ganz ein Stückchen darunter, wir müssen mal hinlaufen. Irgendwo kommen wir da auf jeden Fall hin. Ach, guck mal da. Oh, was ist hier passiert? Die Kamera nochmal raus. Da sind immer so kleine Fußspuren drauf, was bedeuten die bloß? Warte mal, schon weg. Guck mal da. Irgendwas gewesen sein. Hier ist ein Grab. Da ist auch Blut drin, oder? Machen wir mal ein Foto von. Geht es irgendwo weiter? Also, ich glaube, wir können bald tot sein hier. Wir können Feuer machen, das machen wir schnell. Ein bisschen wärmer wird hier, nicht dass wir gleich sterben. Ah, schönes Lagerfeuer. Danke, danke. Okay. So, gehen wir schon mal jetzt. Tasche? Entzünder, okay.
Weiter. Was ist das denn hier? Hat sich hier irgendwas hingebaut? Hier so eine Landebahn? Ne, was ist das? Was abgespaced ist zumindest. Im eigenen Bereich. Geheimes Projekt. Aber bevor zum Geheimen gehen wir kurz hier hoch. Was ist denn hier so geheim? Was ist denn das? Das hat er nie gebaut. That large antenna in the middle of the path. Undoubtedly ideal in attempting to communicate with little green men, was quite awkwardly placed. There had to be a lever to control it, maybe behind it. Carl would have to figure out how to reach it. Ich hab's schon gefunden, bevor ich da war. The machine seemed to work. Carl sent out an SOS. No reply. Okay. Ein Fahrrad? Eine Tasche? Nichts drin. Gehen wir weiter. Wir müssen uns gleich wieder zurückrennen. Das ist ja nicht, dass wir da irgendwann erfrieren hier zwischendurch. Okay, hier geht's nicht weiter. Gut, dann gehen wir zurück. Geheimes Projekt. Also hat er sich aber auch was aufgebaut hier, oder? Gespaced, der Typ. Können wir da rüber hüpfen? Da können wir das. Gehen wir hier durch. The electric terminals appeared to be linked together. But for what purpose? Na okay. Okay, die müssen wahrscheinlich hier ein kleines Rätsel lösen. Warte mal, wir müssen gucken, welche Kabel da reingehen. Zu Plus muss das Blaue und zu Minus das Blaue. Moment. Hier? Stimmt doch was nicht. S plus soll zu blau? Hier auch? Carl rejoiced at the unexpected source of heat. But not as much as his freezing hands. Ah, guck mal. Das ist super. Ja, können wir das jetzt aufmachen hier? Nee. Also es sieht ja auch, das Dunkelblau sieht aus wie Minus. Und das hellblaue Ding da. Geht da hoch. Achso, muss ich mal gucken. Geht da längs? Da längs? Da. Und hier hin. Also muss das Minus sein. Gut. Und das andere Minus geht hier unten durch. Dahin. Dahin. Geht hier hin. Das muss doch richtig sein, dann habe ich mich vertan bei einem Kabel. Also dieses Kabel hier geht hier runter. Dann geht das da hoch. Läuft hier weiter längs. Geht runter. Geht hier rüber, dahin, da dran vorbei und läuft hier hin und zeigt auf Minus. Oder? So sehe ich das. Und das andere Kabel, das linke Kabel, geht auch hier hin. Das eine hört da ja auf, das andere geht hier rüber. Und geht dann hier ran und geht auf Plus. Also muss das hier auf Minus stehen? Oder auf Plus? Muss ich es verkehrt? Dann müssen wir es genau umgekehrt machen. Merkwürdig. Ha. Welch merkwürdiges Rätsel. Ich denke, hier stehe ich auf dem Schlauch hier.
Und die haben ja nichts damit zu tun, ne? Hier geht zwar auch ein blaues Kabel rein. Das läuft ja hier längs. Hier durch. Und endet einfach hier. Im Nichts. Aufmachen kann ich nicht. Kann ich aber die Heizung stellen hier. Ja, man soll kurz mal aufwärmen hier, aber das ist doch merkwürdig, oder nicht? Das ist doch merkwürdig. Ich weiß gerade auch nicht, wo wir da hin sollen. Beziehungsweise wie wir das anders lösen sollen. Geht bloß jetzt hin. Das ist doch wahnsinnig. Warum geht das nicht? Also nochmal, also das Kabel geht auf jeden Fall auf blau. Denn das geht hier runter, da längs, da hoch, da längs, hier runter, dann geht es hier hoch und läuft hier hin, wo Plus steht. Und das andere Kabel geht ja da raus, hier rüber, macht da so ein paar Bögen. Und läuft dann hier längs. Und landet dort. Und auch Plus sein muss. Das geht nicht, das geht nicht. Wieso geht das nicht? Wieso geht denn das nicht? Wieso geht denn das nicht? So hätte ich das jetzt von der rein logischen Seite gesehen, aber... Vielleicht sagt ein Elektriker zu mir, du machst da was verkehrt. Aber was mache ich da verkehrt? Und die anderen Stromquellen ausstellen denn dafür? Könnte ich auch sein. Das heißt, die müssen dann vielleicht auf... off sein oder so? Keine Ahnung. Das verstehe einer, wer will. Blickt da nicht ganz so durch, warum das so ist. Also weiß ich jetzt wirklich nicht. Was kann man denn... Aber es ist doch richtig. Also ich glaube, da bin doch die richtigen Kabel gegangen, ne? Also was anderes wüsste ich jetzt nicht. So, was man noch machen könnte, wäre natürlich, man geht zum... Das ist auch dumm, ne? Ja. Leg wirklich gerade. Der hier nur die. Doch richtig sein. Das Kabel hier. Oder? Das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Wie soll denn das... Wie soll denn das sonst laufen? Verstehe ich nicht. Was kann man denn noch machen? Na gut. Also wir kontrollieren das nochmal alles. Das ist das blaue Kabel, was hier links geht. Das müssen da... Das geht hier links, müssen auf jeden Fall das auch...
Kann ich über Plus drehen, oder bin ich verkehrt? Weil das hier nicht woanders. Warte mal kurz, muss ich mal kurz kontrollieren. Also das Blaue geht hier durch. Dann geht's hier hin. Dem geht hier rein. Also wie kann es denn ein Plus sein? Plus plus. Das Kabel geht hier drüben hin. Soll das Minus denn sein, oder? Na blöd. Das muss es doch sein. Sag mal, was ist denn da los? Ich weiß nicht. Ach ja, ach ja, ach ja. Das finde ich vom Verständnis her ein bisschen komisch. Und das nicht funktioniert. Verstehe es nicht. Jetzt kann man nur natürlich Try and Error machen, dass man immer wieder versucht, bis man irgendwann das Ding hinbekommt. Aber das kann es ja auch nicht sein. Es sind ja so viele Möglichkeiten eigentlich. Da bin ich zu blöde dafür. Ich meine, ihr würdet es doch genauso machen, oder bin ich crazy? Ach, warte mal. Warte mal, warte mal. Das sind ja... Wie viele Dinger sind das? Ja. Yeah. Also muss ja trotzdem müssen die Dinge auch untereinander verbunden sein, ne? Oder bin ich verkehrt? Das heißt, unser hier ist richtig. Den haben wir richtig eingestellt. Den anderen haben wir auch richtig eingestellt. Welcher war das nochmal? Carl wondered how long he would have to endure this skin stinging cold. Genau, also den haben wir auf Plus gestellt und den haben wir auf Minus gestellt. Das haben wir gemacht, oder? Muss gucken. Ja, wir stellen uns gleich mal für die Heizung, Karl. Jemand, ja. So, das war Minus. Den gehen wir kurz hinterher. Der war ja hier oben. Ja, geht hier oben längs und geht dann hier rein. Dann muss ich Minus stellen. So. Und dann den anderen, der geht hier längs. Ich stelle so kurz die Heizung, damit Karl nicht ganz abfriert. Nur so. Und der anderen stellen wir hier auf Minus. Haben wir getan, ne? Ja. Jetzt müssen sie aber untereinander ja noch Strom bekommen. Eigentlich. Das heißt, wenn wir die beiden zulassen, dann muss ja der hier auch noch Strom für irgendwas bekommen. Vielleicht diesen rot, das rote Kabel hier. Das durch. Also das rote Kabel wird es nicht sein. Das gelbe Kabel vielleicht. Gelbe Kabel ist auch in der Luft, bringt uns nichts. So, das gelbe Kabel von hier, das grüne Kabel. Das grüne Kabel steckt hier drin. Geht hier längs. Und geht auch hier rein. Okay. Wir müssen jetzt natürlich die beiden miteinander verbinden, die... Okay. Also jetzt haben wir das Grüne verbunden mit... Also geht da hoch. Macht total den Wehrkram da. Läuft hier rüber und längs zu dem. Gut. Dann muss der hier auch noch richtig stimmen. Warte mal. Hier stimmt trotzdem nicht. Warte mal. Also. Die blauen Kabel haben wir gemacht. Und das Ding stimmt jetzt auf Plus und hat geleuchtet.
Ach, warte mal, das Blaue geht hier längs und trifft den. Davon kriegt er Strom. Das heißt aber... Okay, dann passt das hier. Okay, der passt nicht. Was mit dem? Warum? Warum funken die denn hier? Guck mal, hier funkt er ja blau, ne? Wenn er darüber kommt, zum Grün. Mit dem Plus, pass auf. Funkt er blau. Das heißt, dieses grüne Kabel geht ja irgendwo hin. Geht dahin. Dann darüber. Ich werde aber in der Luft. Tja, ich bin mit dem Latein am Ende. Ich glaube, ich muss da nochmal Wehr rumprobieren. Und dann müssen wir es beim nächsten Mal schauen, ob wir das hinbekommen. Ich werde es rumprobieren, jetzt alles mögliche, bloß das zeige ich euch jetzt nicht, das ist ja Quatsch. Obwohl, natürlich nicht Quatsch, ihr müsst es ja auch sehen können, ne? Also, warte mal, das Rote geht hier links, geht hier raus, geht dahin. It was so cold, already Carl did not feel his toes anymore. Also das blaue Kabel muss auf jeden Fall Strom dahin kriegen, damit es... damit es Plus dahin schickt, also. So. Dafür muss er aber hier erstmal Strom reinkommen, und damit Plus dahin geschickt wird. Das könnte mir vom Roten hier nicht nehmen, denn das Rote ist hier irgendwo... Was ist hier? Also, jetzt würde das rote Kabel hier rübergehen und Plus reinballern. So sehe ich das zumindest. Das Blaue hier muss aber eigentlich einfach auch Plus haben, okay. Das ist richtig. Und hier brauchen wir Minus. Das heißt... Ist auch blau drin. So vielleicht. Das ist das blaue Kabel. Geht es hier längs. Darum. Darüber. Nee, ist auch verkehrt. Ich weiß es wirklich nicht. Wir müssen das nächste Mal testen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und bis dahin. Tschüss.